Für Scandlines ist es eine Art Herausforderung, immer neue Möglichkeiten des Energiesparens zu finden und diese umzusetzen. 2013 wurde eine Hybridfähre in Betrieb genommen und nun ist es erneut gelungen, den Energieverbrauch zu senken. Dieses Mal bei der Belüftung. Der dafür zuständige Zulieferer EBM Papst entwickelte eine neue Lösung für das Fahrzeugdeck auf der Fähre Princess Benedict. Die neuen Ventilatoren sind auf einer Schwenkplatte montiert und dadurch drehbar. So kann auf Überfahrten, je nach Bedarf, Luft in das Fahrzeugdeck oder aus diesem herausgeblasen werden. Das ist innovativ und auch umweltfreundlich. Früher wurde einfach die Förderrichtung der Ventilatoren des Fahrzeugdecks umgedreht, wenn Luft ausgeblasen und nicht zugeführt werden sollte. Dieser Vorgang ist wenig energiesparend, denn die Ventilatoren sind nur für eine Förderrichtung ausgelegt. Die neue Schwenklösung hingegen spart 1,2 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Der leitende Ingenieur der Fähre ist damit sehr zufrieden. Die Fähre ist seit 1997 in Betrieb und seitdem arbeiten wir daran, unseren Energieverbrauch zu optimieren. Im Laufe der Jahre ist es uns gelungen, den Verbrauch um bis zu 40% zu verringern. Inzwischen ist die Fähre älter und es ist Zeit für eine Modernisierung. Wir haben uns entschieden, die alten Anlagen durch neue, energieeffiziente Anlagen zu ersetzen. Die Umrüstung der Lüftungsanlage auf dem Fahrzeugdeck zeigt wieder einmal, dass es sich lohnt, in neue Anlagen zu investieren, anstatt alte instand zu setzen. Die Energieersparnis ist so hoch, dass sich die neuen Ventilatoren in nur einem Jahr amortisiert haben werden. Die Schwenkplattenlösung auf dem Fahrzeugdeck stammt von EBM Papst, dem einzigen Hersteller am Markt, der explosionssichere Artex-Ventilatoren mit energiesparender EC-Technologie im Angebot hat. Neben den neuen Ventilatoren des Fahrzeugdecks wurden auch auf der übrigen Fähre insgesamt 36 Ventilatoren auf energiesparende EC-Ventilatoren von EBM Papst umgerüstet. Die Gesamtersparnis bei der Lüftungsanlage auf der Fähre beträgt dadurch 2 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Scandlines hat sein Ziel fest im Blick. Alle Fähren sollen zu 100% umweltverträglich werden.